Genau, ich habe jetzt Einzelauswahl genommen, aber wie wechsle ich jetzt gleich nochmal den Charakter? Das ist schon wieder alles so lang her. Ich würde nämlich jetzt eigentlich gerne, ja, mit unserem Nahkämpfer in Nahkampfposition gehen und schon mal mit Abraxe von hier oben das Feuer eröffnen. Aber vielleicht nicht unbedingt auf den, weil das ist Nahkampf eventuell. Ja, warum nicht? Los geht's. Na. Das hat doch schon mal gut hingehauen. Der rundenbasierende Kampf beginnt. Ich hoffe jetzt wirklich, dass unser Nahkämpfer gut im Nahkämpfen ist. Schnell in Deckung. In Deckung zu gehen schützt dich vor gegnerischem Beschuss und verbessert die Trefferchance deiner Waffe. Ach, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ab und zu ist Tutorials lesen doch echt eine gute Idee. Wir schießen auch genauer, wenn wir in Deckung sind. Das ist gut zu wissen. Es gibt zwei Arten von Deckung. Am Boden oder in der Hocke. In der Hocke bist du am besten geschützt, aber vorsichtig. Deckung schützt nicht nur vor Angriffen. Deckung schützt dich nur vor Angriffen aus dieser Richtung. Klar, okay. Flankieren. Klar. Versuche, Schussposition aus dem Schlachtfeld einzunehmen, indem du den L-Stick und dann A drückst. Was? Was los? Ach so, ja, das kann ich einfach nur, ich verstehe schon. Na gut, Abraxa hat jetzt seine Fähigkeitspunkte im Grunde leider schon verbraucht. Ne? Können wir wieder fürs nächste Mal aufheben. Der ist da oben hoffentlich geschützt genug. Und zum Glück kommt Idolem jetzt als nächster dran. Da war ich mir nämlich nicht sicher. Der wäre jetzt auf dem Präsentierteller gewesen oder sie. Aber jetzt können wir hier mal den Dorsey Pirscher angreifen. Und tot. Leider keine Aktionspunkte mehr, aber wird schon passen. Na, das war gar nicht so schlimm. Jetzt passt mal auf. 6 Aktionspunkte brauchen wir, um anzugreifen, ne? Dann versuche ich jetzt nämlich mal auf den zu schießen. Ich schätze nämlich mal, die 25% Trefferwahrscheinlichkeit ist tatsächlich pro Schuss gerechnet. Wir schießen genug, dass wir ihn trotzdem besiegen dürften, wahrscheinlich. Na, ja, gerade so. War knapp. Aber hat alles geklappt. Perfekt. 2 Aktionspunkte haben wir noch. Weißt du was? Geh mal hier so ums Eck. Dann bist du, glaube ich, gut geschützt. Yeah. Nicht schlecht. 3 Aktien. Ich schätze mal, das rote Fass hier ist kein gutes Versteck. Ich gehe mal hier dahinter. Na gut, erst sollte lieber Abraxe schießen, weil wenn dann unser Nahkämpfer Idolem daneben steht, ist das wahrscheinlich. Ah, hat eh gepasst. Cool. Das war ein cooler Kampf, finde ich. Hat alles funktioniert. Oh, unser Major ist in der Bredouille. Mal schauen, ob wir da noch rechtzeitig hinkommen. Verbranntes Buch, Müll. Es ist nicht lesbar. Schrotpatronen, cool, ob zum Jagdsport oder zur Jagd von Menschen. Es ist keine Überraschung, dass Schrotflinten die Apokalypse überlebten. Und die 45er Munition. Die große Kugel bietet einen echten Schlag ins Gesicht, sowohl für dich als auch für dein Ziel. Diese Munition wird am häufigsten in hochwertigen Maschinengewehren verwendet. Na dann. Rechtschreibfehler sind auch im Spiel, oder wie? Das ist das kleinste Problem, leider technisch, von diesem Spiel. Aber bis jetzt ist alles gut gelaufen. Sodala. Die Munitionsarten kennen wir schon. Ein Feuerzeug. Ein Schlüssel des Geiselnehmers. Ein abgenutzter Schlüssel, der der Leiche eines sadistischen Dorsey-Räubers abgenommen wurde. Very nice. Schauen wir mal, zu welchem Schloss dieser Schlüssel passt.
Ich häng fest. Öltank. Hier wird mir noch extra eine Leiche angezeigt. Der Ranger wurde aus einem Fahrzeug gezerrt, ausgeweidet und zum Sterben am Blutverlust in der Kälte liegen gelassen. Ja, diese Dorsys sind ein sympathischer Haufen, ne? Verbandskasten. Dafür brauchen wir aber erst jemanden mit Erste Hilfe und den haben wir aktuell noch nicht. Also momentan, ne, können wir die noch gar nicht benutzen. Das Standardrettungsset für Sanitäter auf dem Schlachtfeld kriegen wir schon noch. Müssen wir erstmal das Tutorial hinter uns bringen. Eingeweide. Im Schnee ist der Abdruck eines Körpers umgeben von Blut und Fußspuren. Jemand wurde hier niedergemetzelt und dann fortgebracht. Ja, hier können wir den Schlüssel benutzen. Wir könnten sogar gut genug Schloss knacken, aber brauchen wir in dem Fall gar nicht. Splittergranate. Das grundlegende Design ist zwar gleich, aber moderne Splittergranaten werfen hunderte Splitter mehr als ihr Gegenstück aus dem 20. Jahrhundert. Ausrüstungstutorial. Du hast einen Gegenstands-Upgrade erbeutet. Geh zu deinem Inventar, um es anzulegen. Um auf dein Inventar zuzugreifen, drücke auf A. Stimmt überhaupt nicht. So. Nicht auf A. Auf die Options-Taste hier. Genau, Ausrüstung mit A anlegen ist schon klar. Ranger mit den Schultertasten durchwechseln. So, das können wir jetzt wirklich mal schnell machen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, haben wir noch nichts, was ich hier großartig anlegen kann. Außer natürlich eben, genau, Heilmittel. Aber das hat der eh schon automatisch jetzt hier zum Beispiel. Und die Granaten, die wir gerade gefunden haben. Boah, warum nicht? Genau, sonst, glaube ich. Genau, passt eh. Aber jeder eine Granate. Später ist schon eine gute Idee. Okay. Feinderkennung. Aufgepasst, riesiger Roboter voraus. Zum Glück sieht er euch noch nicht. Bleibt außerhalb seines Erkennungsbereiches und unbemerkt, um unbemerkt zu bleiben. Ihr könnt euch die erste Runde im Kampf sichern, indem ihr angreift, bevor ihr entdeckt werdet. Doch wir können gar nicht genug betonen, wie sehr dieser Roboter euch im Moment fertig machen würde. Ja, das heißt, gegen diesen Roboter sollten wir am besten nicht kämpfen. Aber andererseits liegt da eine Leiche und Loot und so weiter. Aber da ist auch noch ein Geschützturm oben. Also alles irgendwie nicht so gut. Hier bräuchten wir jetzt leider... Ah, Reparaturfähigkeit und Mechanik 1. Könnten wir mit dem gebrochenen Ventil vielleicht was Nützliches machen, was uns helfen würde. Können wir aber nicht. Schade. Auf dem Computer-Display steht Aegis Automatisierung Verteidigungsnetzwerk. Status bereit, Befehl eingeben. Tja, wenn wir jetzt jemanden mit Nerdkram 1 hätten, könnten wir hier was Cooles machen. So können wir leider nur die Verteidigung deaktivieren. Immerhin. Naja, dann würde ich sagen, speichern wir jetzt mal schnell. Oh ja, das ist was, das nervt mich so an dem Spiel. Warum, um Himmels Willen, ist nicht Pause, wenn ich auf Pause drücke? Was soll das eigentlich? Während ich auf Pause drücke, können Leute verbluten und Gegner angreifen. Es ist bescheuert. Es ist einfach bescheuert. Na, ich habe gespeichert und jetzt greifen wir den Roboter an, auch wenn es keine gute Idee ist. Schauen wir mal, ob wir auch nur ansatzweise eine Chance gegen den haben im direkten Kampf.
aber ich glaube nicht. Dieser Gegner besitzt eine Panzerung. Daher kann er Schaden teilweise blockieren. Zum Glück haben alle Waffen einen Durchschlagswert. Wenn deine Waffendurchschlagskraft mindestens der Panzerung deines Gegners entspricht, verursacht deine Waffe vollen Schaden. Wenn deine Waffendurchschlagskraft geringer ist als die Panzerung deines Gegners, verursacht deine Waffe nur einen Teil ihres Schadens, allerdings nicht mehr als 80%. Ist der Zaun hier Deckung? Ich glaube nicht. Ich habe hier nicht mal Deckung, die ich wirklich sinnvoll benutzen könnte. Das ist nicht gut. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, jetzt hier mit dem kleinen Taschenmesser auf den Roboter loszugehen. Aber was soll's? Ich glaube, ja doch, wir können ihm Schaden machen, immerhin. Ja, okay. Ich glaube, wir starten. Wir laden nochmal neu. Aber schön, dass wir das auch mal gesehen haben. Da ist nicht zu spaßen mit dem. Wirft die Granate. Ja, das stimmt. Mit einer Granate könnte man es vielleicht sogar nochmal versuchen, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, die macht ihm auch nicht sehr viel Schaden. Ich bin ehrlich gesagt immer an dem vorbeigeschlichen. Ich wollte jetzt mal zum ersten Mal gegen den kämpfen. Ich finde das jetzt eh cool. Ich hoffe, in der Let's Play-Reihe, auch wenn die quasi länger dauern wird, weil die ja nicht täglich online gehen wird, kommen wir mal ein bisschen weiter in dem Spiel, weil ich habe das jetzt mehrfach am PC und jetzt auch hier auf der Xbox schon angefangen, aber nie wirklich weit gespielt, obwohl es mir eigentlich gut gefällt. Das wird jetzt mal höchste Zeit. Und bei so einem Let's Play habe ich halt immer so ein bisschen, ne, da muss ich auch mal weiterspielen. Oh, falsches Save Game. Mist. So, aber jetzt. Wenn wir erstmal unser Auto haben, dann wird's richtig cool. Und wenn wir erstmal die abgedrehten Waffen kriegen, die man in dem Spiel so finden kann. Wenn wir dann erstmal den gefrorenen Wieselwerfer haben oder so, dann geht's richtig ab. Na gut, ich versuch's wirklich mal schnell mit Granaten. Aber wie benutze ich denn gleich nochmal Granaten? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Na gut, ich muss wahrscheinlich in Angriffsmodus gehen, oder? Aber vielleicht auch nicht. Ey, ich kann mich echt nicht mehr erinnern, verdammt. Oh, aha. Ich könnte theoretisch auf das gebrochene Ventil schießen. Und zwar, wenn er hier steht. Und zwar jetzt schnell. Warte mal. Nein! Jetzt schieße ich auf den Computer, ich Idiot. Das war nicht so klug. Aber mir ist das gar nicht aufgefallen. Jetzt kann ich irgendwie nicht mehr auf das Ventil schießen. Ich bin verwirrt. Aber ich konnte doch auf das Ventil grundsätzlich schon schießen, gerade eben noch. Jetzt nicht mehr. Hm. Verstehe ich nicht. Tür. Kann ich nicht mal mehr den Computer angreifen. Das ist irgendwie komisch. Ich verstehe es nicht. Ah, okay, so dürfte es wahrscheinlich funktionieren. Jetzt warte ich nur, bis der Roboter richtig steht. Und dann sehen wir, ob das Licht angeht. Nein, nicht den Roboter. Okay, es funktioniert leider doch nicht. Vielleicht kann man das doch nicht so angreifen, wie ich mir das gewünscht hätte. Und ich bin wirklich doof. Ich weiß nicht mehr, wie ich Granaten werfe. Ist auch jetzt egal. Wir müssen gar nicht gegen ihn kämpfen. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Aber wir können jetzt schnell die Leiche anklicken.
kroch von seinem Fahrzeug fort, als er getötet wurde. Jemand hat ihn mit einem Messer aufgeschlitzt und verbluten lassen. Schnell! Nix wie weg hier. Oh, ich bin gerade in eine Mine getreten. Was soll denn das? Gemeinheit. Vor der Waffenkiste mit Flammensprüher. Ein Level 3 Flammenwerfer. Benötigt schwere Waffen. Na, zumindest einer von uns hat das ja sogar. Können wir mal gucken, ob der vom Schaden her... Aber ich bin schon sehr begeistert. Also von der Gatling Gun. Als die in der ersten Runde gleich mal 3 Gegner fast erwischt hat, habe ich mir schon gedacht, okay, wow. Aber vielleicht ist so ein Flammenwerfer schon auch ganz nett. Und Rauchgranaten. Naja. Weiß ich immer nicht. Gut gefertigte Nebelkampfstoffe beinhaltet Multispektrumkomponente, die sowohl die optische Zielerfassung als auch elektronische Sensoren behindert. Ja, damit könnte ich vielleicht, wenn ich rausfinde, wie man die wirft, ich schau gleich mal nach. Werfen wir mal den Generator an. Schloss knacken, das kann jemand hier. Idolum kann das. Somit können wir die Rüstungskiste öffnen. Und hier finden wir eine Speerrüstung. Level 2 Brust. Entworfen, um vor den gefährlichen Gegnern Colorados Schutz zu bieten. Dem gefährlichsten. Nämlich der Kälte. Okay, damit hätten wir jetzt eine Rüstung mit plus 3 Panzerung gefunden. Die, schätze ich mal, unser Nahkämpfer hier sehr gut brauchen könnte. Und unsere Nahkämpferin, besser gesagt. Und dann benutze ich, glaube ich, auch gleich noch Heilung. Wegen der Mine gerade noch. Ah, jetzt. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, hier müssen doch meine Gegenstände sein. Hier, jetzt weiß ich es wieder. Zweimal die X-Taste drücken. Das ist ein bisschen unkonventionell, aber genauso funktioniert das. Schnell jetzt! Ich hätte vorher speichern sollen, ne? Damn! Das ist nicht so klug gewesen. Naja, was will man machen, ne? Dann mal los. Wir haben keine Chance. Das Spiel meint das ernst, wenn es sagt, dass wir keine Chance haben. Kann man eigentlich weglaufen? Ich habe das ehrlich gesagt noch nie probiert. Wirklich noch nie. Kann man eigentlich einfach aus dem Kampf fliehen, indem er wegläuft? Tja, da wird es jetzt zu spät. Okay, laden wir nochmal, aber jetzt greifen wir den nicht mehr an. Das Tutorial meint das ernst, wenn es einem sagt, wie unglaublich unterpowered wir aktuell sind und was für eine blöde Idee das wäre, wenn wir den angreifen würden. Also machen wir es nicht mehr. Das stimmt, in dem Spiel passt jedem alles, egal wie riesig oder winzig die Leute sind. Eigentlich in jedem Rollenspiel, ne? Es gibt da nur ganz wenige, die da ein paar und meistens auch nicht so schwerwiegende Unterscheidungen machen. Einmal Schloss knacken, bitte. So, das Blöde ist jetzt, dass ich genau weiß, dass hier eine Granate ist, ne? Aber wir können nichts dagegen tun, weil keiner von uns erkennt die. Wahrscheinlich, weil die Wahrnehmung zu schlecht ist oder braucht man Sprengstoffwert. Ich weiß es nicht. Wir können die Kiste von der Seite öffnen. Sehr gut. So, dann lasst uns mal gucken, ob der Flammenwerfer besser ist als unser jetziges Gewehr. Wie vergleiche ich denn das hier? So. Nein. Vom Schaden her, vom reinen Schaden her schon mal im Grunde nicht. Warum scrollt denn das automatisch nach unten? Ich will das gar nicht. Hergestellt von Leuten, die gerade genug über Kraftstoffsystem wissen, um gefährlich zu sein. Das ist schon mal gut.
Na gut. Sogar noch schlechter gegen Roboter, der Flammenwerfer. Dafür besser gegen Menschen. Ja, okay. Wisst ihr was? Theoretisch, fällt mir gerade ein, spricht nichts dagegen, schätze ich, dass wir den Flammenwerfer als Sekundärwaffe ausrüsten. Ja, können wir uns im Kampf aussuchen. Warum nicht? Elementarwaffen ignorieren die gegnerischen Panzer vollständig. Ah, die vier Arten von Elementarschaden sind Energie, Feuer, Kälte und Explosionsschaden. Gegner haben oft eine Schwäche gegen bestimmte Elementarschaden und sind resistent gegenüber anderen. Ja, wie das halt so ist, üblicherweise. Gut, und Idolem kriegt hier gleich noch die Panzerung. Hallo Felix. Und dann werde ich schnell... Ah, schnell speichern können wir gerade nicht. Na, mache ich später. Weil eben auch, weil das Spiel leider durchaus schon mal abstürzt oder so, ist es immer eine gute Idee zu speichern.